Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zur Atomabsorptionsspektroskopie. Ich möchte in dem Video so ein bisschen vorstellen, wie ist überhaupt so ein Flammen-AAS-Gerät aufgebaut und wie funktioniert diese Generierung der elektromagnetischen Strahlung, die wir brauchen. Also, ganz vorne bei einem Flammen-AAS-Gerät steht typischerweise die Lampe. Die Lampe oder auch Strahlungsquelle genannt. Der Name sagt alles, die Strahlungsquelle produziert uns die elektromagnetische Strahlung, die wir brauchen. Welche elektromagnetische Strahlung brauchen wir? Ja, wir brauchen ja genau diejenige, die zu den Resonanzlinien unseres Elementes passt. Jedes Element hat ja eine leicht andere atomare Struktur. Die Energieunterschiede zwischen den 2s und 2p und 3s und 3p-Niveaus und so weiter sind alle leicht unterschiedlich, charakteristisch für das Element eben. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus der allgemeinen Chemie. Da macht man ja so tolle Versuche, zum Beispiel zur Flammenfärbung, wo man die verschiedenen Salze reinhält. Und je nachdem, ob man jetzt Natrium oder Magnesium oder Aluminium oder Lithium in die Flamme gibt, haben wir eine rote Färbung oder blau oder grün oder sonst was. Ne? Wir regen Atome an, die geben dann entsprechend charakteristische Frequenzen ab, je nachdem, wie die elektronische Struktur in ihrer Schale ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Magnesium untersuchen möchten, brauchen wir natürlich eine Lampe, die uns genau Licht mit der Frequenz liefert, die zur Resonanzlinie des Magnesiums passt. Wenn wir Kupfer untersuchen wollen, brauchen wir entsprechend eine Lampe, die uns die Frequenz liefert, die die Kupferresonanzlinie hat und so weiter und so weiter. Das heißt, ganz vorne steht unsere Strahlungsquelle. Das zeichnet man auch oftmals einfach so als so eine Lampe hin. Und das ist typischerweise eine sogenannte Hohlkathodenlampe. Was es damit genau auf sich hat, später im Video mehr. Diese Hohlkathodenlampe produziert uns unsere elektromagnetische Strahlung, die wir dann auf unsere Probe schicken. Unsere Probe müssen wir ja zunächst ja, atomisieren, sprich in die Gasphase bringen, die ganzen Molekülbindungen zerschlagen, damit wir einzelne Atome vorliegen haben. Das machen wir mit dem Brenner. Das heißt, wir haben unseren Brenner mit der Gaszu- und Luftzufuhr. Wir zerstäuben unsere Probe in die Flamme und haben dann hier in der Flamme, ja, unseren Atomisierungsprozess, das Zerlegen der Moleküle in die Atome und dann unsere Absorption, unseren Emissionsprozess. Das Problem, was man hier hat, ist, dass man jetzt zwar die Resonanzlinie sieht, beziehungsweise eben die Absorption und die Emission messen kann, dadurch, dass eben nicht mehr so viel von der elektromagnetischen Strahlung beim Detektor ankommt. Das Problem ist aber, dass ja die Flamme auch ganz viel elektromagnetische Strahlung eben in Form von Licht abgibt. Und die muss man abtrennen von dem, was man eigentlich sehen möchte, damit man überhaupt was erkennt. Das heißt, wir müssen die elektromagnetische Strahlung, die unsere Lampe abgibt, abtrennen vom Rest. Wie machen wir das? Mit einem Monochromator nennt man das. Das ist letzten Endes nichts anderes als ein Prisma. Ein Prisma bricht ja das Licht je nach Frequenz und Wellenlänge anders. Und das führt dazu, dass wir die unterschiedlichen Wellenlängen so aufgefächert bekommen, wie bei einem Regenbogen. Und wenn wir dann einfach eine Blende verwenden, dann können wir genau die richtige Frequenz aus unserem Bündel an elektromagnetischer Strahlung, was aus der Flamme rauskommt, rausfiltern. So ein Prisma skizziert man typischerweise halt so, wie es auch gebaut ist, nämlich so als Dreieck. Und wenn jetzt die unterschiedlichen Wellenlängen auf das Prisma draufprallen, zum Beispiel rot, blau, grün und eben auch das Licht, was uns interessiert, die Frequenz der Resonanzlinie, werden die alle unterschiedlich stark gebrochen. Rot zum Beispiel so, grün ein bisschen stärker, blau ganz nach unten und gelb läuft genau so. Und wenn wir jetzt da einfach im entsprechenden Winkel eine Blende hinstellen, dann kriegen wir genau unsere Resonanzlinie rausgefiltert und können sehen, wie bei der Absorption und Emission diese Resonanzlinie absinkt, also der Detektor weniger misst. Und damit kommen wir auch schon gleich zum zweiten Bauteil, nämlich zum Detektor. Den stellen wir einfach dahinter auf. Und der Detektor, der misst wirklich, welche Strahlungsleistung kommt an. Und das sind sehr schwache Signale oftmals, deswegen werden die danach nach dem Detektor noch verstärkt in einem Verstärker. Und dieser Verstärker, der liefert dann die entsprechenden Daten für unser Anzeigeinstrument, was uns dann zum Beispiel unser Spektrogramm liefert mit unserem Linienspektrum. Wenn wir ganz zu Beginn von diesem Prozess anschauen, was steht ganz vorne? Die Hohlkathodenlampe. Wie funktioniert jetzt so eine Hohlkathodenlampe?
Also, der Name sagt alles, in dieser Lampe ist eine Hohlkathode verbaut. Jetzt ist die Frage, was ist eine Hohlkathode? Eine Hohlkathode sieht folgendermaßen aus, also schematisch. Wir haben einfach im Prinzip eine Zuleitung und dann haben wir einen hohlen Zylinder. Ich deute das mal so an. Das ist unsere Hohlkathode und diese Kathode bildet den Minuspol unserer Lampe. Als Gegenstück dazu haben wir den Pluspol, unsere Anode. Die sind ungefähr so angebracht. Das heißt hier oben, ich beschrifte das mal, Kathode und Anode. Und weil eben diese Kathode innen so ausgehöhlt ist, ein ausgehöhlter Zylinder ist, spricht man eben auch von einer Hohlkathode. Zwischen den beiden haben wir so eine Spannung zwischen 100 und 500 Volt, je nach Lampe, die zwischen dem Pluspol und dem Minuspol unserer Lampe anliegt. So, das Ganze liegt aber nicht einfach so frei vor, sondern das ist eingebettet, und zwar in ein Glasgefäß, könnte man sagen. Dieses Glasgefäß ist geschlossen, auch wenn ich es jetzt hier nicht ganz zugezeichnet habe, ist absolut geschlossen. Und innen drin haben wir ein Füllgas, typischerweise ein Edelgas, Neon oder Argon, kommt ein bisschen auf die Lampe an. Ich nehme jetzt hier beispielsweise mal Argon. So, und dieses Füllgas, das fliegt so in diesem Glasbehälter rum, fliegt auch in der Hohlkathodenlampe rum, in der Hohlkathode rum und so weiter. So, wie kommt es jetzt zur Emission von elektromagnetischer Strahlung? Aufgrund der hohen Spannung zwischen Anode und Kathode kommt es zwischen den beiden, also hier in dem Bereich, zu einer sogenannten Glimmentladung. Wenn man so will, kann man sich das vorstellen wie so eine Art Durchschlag. Wir haben eine relativ hohe Spannung zwischen dem Plus- und dem Minuspol und bei der Glimmentladung gibt es auf einmal so eine Art Kurzschluss zwischen den beiden. Wieso gibt es das eigentlich? Denn das Gas, was dazwischen rumfliegt, ist ja eigentlich nicht elektrisch leitfähig. Aufgrund der hohen Spannung wird das Gas ionisiert. Das können wir uns auch so in eine Reaktionsgleichung gießen, dass wir sagen, wir haben das Argon und das Argon wird in Kontakt mit der Anode ionisiert, sodass wir ein Argon-Kation, ein Argon-Plus und ein Elektron erhalten. Das Elektron wird dann an der Anode abgeführt und was übrig bleibt, ist ein Argon-Plus. Ich zeichne das jetzt hier mal so ein. Das heißt, wir bekommen ein Argon-Plus, was jetzt auch innerhalb unserer Hohlkathodenlampe herumfliegt. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert. Das Argon-Atom ist ungeladen, spürt also nichts von der hohen Spannung zwischen Anode und Kathode. Jetzt haben wir aber ein Argon-Kation. Was passiert mit dem Argon-Kation? Das wird natürlich durch die Hohlkathode angezogen, denn die ist ja negativ geladen. Das heißt, das Argon-Kation wird jetzt in Richtung der Hohlkathode beschleunigt, auf relativ große Geschwindigkeiten. Das heißt, wir haben jetzt ein ganz beschleunigtes Argon-Kation, was auf die Oberfläche der Kathode zurast. So, und was wird passieren? Fast zwangsläufig, das Argon-Kation prallt auf die Oberfläche der Kathode. Und das stellt man folgendermaßen dar. Und zwar, das Metall, aus dem die Kathode ist, das schreibe ich jetzt einfach mal kurz als Me. Kathode. Und da prallt das Argon-Kation jetzt drauf. So, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Schlägt da ein wie eine Bombe und schlägt dieses Metallatom aus der Oberfläche der Kathode heraus. So, wie kann man das darstellen? Wir machen einfach einen Reaktionsfall und sagen dann, am Ende haben wir ein Metallatom. Durch den Aufprall des Argon-Teilchens, des Argon-Kations, wird dieses Metallatom angeregt. Ja, genauso angeregt wie ein Lithiumatom durch die Absorption von elektromagnetischer Strahlung angeregt werden kann, können wir so ein Atom auch anregen durch Stöße. Das heißt, das nennt man auch Stoßanregung deswegen. Das heißt, wir haben jetzt ein angeregtes Metallatom, was in der Gasphase oberhalb der Kathode herumfliegt. Was passiert eigentlich mit dem Argon-Kation an der Stelle?
Das prallt hier auf die negativ geladene Kathode. Und was da passiert, ist günstig für uns, denn es nimmt einfach ein Elektron auf und kehrt dann als Argongas wieder, ja, zu seinen Brüdern und Schwestern, den anderen Argonatomen, des Füllgas zurück. Das heißt, wir regenerieren an dieser Stelle das Füllgas. Wir benutzen das Füllgas, wir ionisieren es, damit wir etwas haben, was wir beschleunigen können. Dann schlagen wir damit aus der Kathodenoberfläche ein angeregtes Metallatom heraus. Und dieses angeregte Metallatom, das verwenden wir jetzt weiter. So, denn das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wir haben ein angeregtes Metallatom in der Gasphase. Und dieses angeregte Metallatom, das wird sich, denkt an das letzte Video zur Einführung in die AAS, auch irgendwann wieder abregen. So, und was passiert bei der Abregung? Richtig, es gibt elektromagnetische Strahlung ab. Und zwar in einer ganz bestimmten Frequenz, nämlich genau der Frequenz, die vorher der Anregung entsprochen hat. Das heißt, wir bekommen jetzt genau Licht, was genau zur Resonanz passt, der Probe, die wir auch untersuchen wollen. Das schreiben wir jetzt so. Wir haben ein angeregtes Metallatom in der Gasphase und das regt sich jetzt wieder ab. Deswegen habe ich hier oben auch keinen Stern mehr und es diffundiert auch dann zurück zur Kathodenoberfläche. Das heißt, wir bekommen hier wieder ein Metallatom, was auf der Kathode sitzt. Und was bekommen wir noch? Die elektromagnetische Strahlung, die Energie transportiert in der Form von Photonen und jedes Photon transportiert eben die Energie H mal F. Zu Materialien. Das Material der Anode ist eigentlich egal. Typischerweise verwendet man dafür Wolfram. Welches Material müssen wir bei der Kathode verwenden? Die Kathode muss hier aus den Metallatomen entstehen, die dann später genau Licht mit der richtigen Frequenz produzieren, damit wir dann später in der Flamme auch genau die Resonanzlinie unserer Probe erwischen. Das bedeutet aber, dass die Kathode aus dem Element gefertigt ist, was wir auch später in der Flamme untersuchen wollen. Das heißt, wenn ich eine Probe habe und ich möchte jetzt zum Beispiel den Kupfergehalt bestimmen oder überhaupt mal testen, ist da Kupfer drin und wenn, dann den Kupfergehalt bestimmen, dann brauche ich eine Hohlkathode, die aus Kupfer besteht. Wenn ich Magnesium detektieren möchte, also ist das Magnesium überhaupt in der Probe enthalten und wenn ja, wie viel, dann brauche ich eine Kathode aus Magnesium. Und so kann man für jedes Element eine eigene spezielle Hohlkathodenlampe fertigen. Es gibt auch Hohlkathodenlampen, die sind ein bisschen komplizierter aufgebaut. Die können mehrere Elemente oder elektromagnetische Strahlung zum Detektieren von mehreren Elementen produzieren. Genauso kann man auch die Nichtmetalle damit detektieren. Wenn man keine wirkliche Hohlkathode aus dem Material fertigen kann, zum Beispiel Quecksilber oder Phosphor, daraus kann ich keine Kathode fertigen, dann macht man es folgendermaßen, man beschichtet die Kathode einfach mit dem entsprechenden Material. Und dann kann man auch damit AAS machen. Ja? Das heißt, so erzeugt man in einer Hohlkathodenlampe die notwendige elektromagnetische Strahlung, damit man dann später damit Atomabsorptionsspektroskopie machen kann. Die Hohlkathodenlampe muss natürlich vorne an der Vorderseite die Strahlung ungehindert durchlassen. Deswegen besitzt die Hohlkathodenlampe vorne typischerweise ein Quarzglasfenster, was eben die elektromagnetische Strahlung, die wir extra produziert haben in der Hohlkathode, ungehindert durchlässt und nicht verfälscht oder absorbiert. Das wäre ja ärgerlich, wenn jetzt das Quarzglasfenster genau die elektromagnetische Strahlung absorbieren würde, die wir später eigentlich brauchen, um die Analyse durchzuführen. Soweit zur Funktionsweise von so einer Hohlkathodenlampe. Es gibt noch andere Lichtquellen, elektrodenlose Entladungslampen, sogenannte EDLs. Das sind dann aber grundsätzlich ganz anders aufgebaute Strahlungsquellen, über die ich an dieser Stelle nicht reden möchte. Ich hoffe, das war interessant und hat euch ein bisschen zum Verständnis der AAS geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.